Yeah, yeah. They call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'm a ghost, who the f*** you gon' call? Bossin' with a scarecrow in the field, no. Guten Abend, Sir. Bleiben Sie einmal hier. Abend. Oh, what up? Yeah, what up? So, wer von Ihnen ist hier gerade das Fahrzeug gefahren? Keiner, hä? Ja, Sie stehen hier schon länger, na klar, na klar. Sagen Sie, Herr Kollege, wollen Sie das machen oder soll ich das machen? Sir, das kann ich gerne übernehmen. Ja, bitte, machen Sie mal. So, Sekunde, das Fahrzeug kommt mir doch bekannt vor. Wir haben Sie doch heute schon einmal angehalten gehabt. Oh, scheiße, das sind ja interessante Neuigkeiten. Da hatten wir ihnen gesagt, sie sollen ihr Fahrzeug anmelden fahren. Ehrlich? Das ist ja scheinbar immer noch nicht passiert. Oh, scheiße, fuck, ist schon komisch, man, fuck, yo. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir schon den Kontakt hatten oder so. Also egal, was für Scheiße du gerade laberst, so, aber wir hatten auch nicht den Kontakt, man. Oder allgemein. Okay. Kann also sein, dass der Kollege hier lügt? Ich... Ernsthafte Anschuldigung, da muss ich natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also der Kollege lügt, ja? Fuck, ich könnte lügt, nochmal. Ich hatte keinen Kontakt mit den Typen, fuck. Oh fuck, ja, mal, woher willst du das? Dann wirst du, dass der Kollege lügt, man, fuck, for real, so, man, shit. Ich prüfe dich nochmal genau. Ja, fuck, gönn dir. Gar nicht, wenn hier jemand lügen würde, oder? Ach, warum denn? Weil wenn hier jemand lügen würde, dann würde ich nämlich echt sauer werden. Wenn das der Kollege ist, der hier lügt, dann... Oh, scheiße. Ja, dann hat er, glaube ich, gleich echt ein Problem. Okay, alright. Und was ist, wenn der nicht lügt, mein Fuck? Bitte? Was ist, wenn der nicht lügt? Wenn der nicht lügt, dann lügt ihr. Und dann habt ihr ein Problem. Oh, scheiße, fuck, ja, okay, und was ist, wenn dein Kollege lügt? Haben wir da irgendwelche Pluspunkte? Ja, selbstverständlich. Alright. Sir, Akte 165. Oh. Das ist genau das Fahrzeug. Victor 0092. Oh, verdammt, also lügt der Kollege nicht. Dann. Oh, dann wendet sich gerade das Blatt. Oh, fucking shit, was heißt denn 165 hier, Mann? Scheiße? Ja, das will ich mir wohl mal angucken. Da haben wir den Fahrer mit dem Namen Davis Cut. Ist einer von Ihnen Davis Cut? Oh. Nein. Dann hätte ich gerne doch alle mal von getrennt voneinander von Ihnen die Ausweise. Right, wo fangen wir an? Ja, fangen wir einfach mal hier ganz auf meiner Seite an. Komm, alright, for sure. Yeah, for real, man, fuck. Ja. Alright. Ja, bitteschön. Herr Keanu Reff. Keanu, man, fuck. Keanu. Hey, right. Alright, Keanu. Haben Sie gerade, ich zitiere, fuck you zu mir gesagt? Das hat sich gerade sehr so angehört. Aber wenn das nicht der Fall ist. Mr. 90, alles klar, gehen Sie einmal da vorne, hinter Ihnen, das ist ein Feuerschlauch. Stellen Sie sich einmal dahin. Alright, machen wir das. Ja, der nächste. Ey, fuck, die haben heute meinen Bruder angehalten. Fuck mich nicht, Mann. So, real. Cheat. Wir waren eben da mal eine halbe Stunde, man, wollten die fucking... aus der Hand, danke. Wollten die fucking Karre anmelden, Mann, scheiße. Hat nicht geklappt, Mann. Die Olde wollte die Papiere nicht, Mann, scheiße, jetzt stehen wir hier, Mann. Was, shit. Fuck, for real, Mann, fuck. Ja. Was machen wir, sollen wir das sagen oder sollen wir das nicht sagen? Ich weiß nicht, Mann. Oh ja, Mann. Ey, dann... Weiß nicht, Mann, dann sind wir gleich vielleicht alle im Knast, Mann. Jeez. Es gibt noch mehr Probleme heute. Ja, deswegen, keine Ahnung, Mann. I don't know, man. Ja, fuck man, ich auch nicht, Mann. Shit. Ich hätte gedacht, die wären weitergefahren. Alter, ich hab einfach mein Geburtsdatum vergessen, Mann. Oh, shit. Was machen wir denn jetzt? Fuck. Pack das Handy weg, man! Der gärtet dich sonst gleich, man! Bin schon nervös! Ich höre nix, man! Ach, mach die Ohren auf, man! Nimm so Wattestäbchen, man, steck die rein, man! Viel zu laut, man! Warum zu laut, Alter? Aber ich kann schon was bekommen!
Fuck, Alter, ich nehme mich da hinten an, Alter, wie sieht ich aus? Bin doch kein Hund. For real, Mann, hast recht. Ey, Digga! Sollen wir die Geschichte erzählen oder nicht? Oder was sollen wir machen? Ja, genau, fuck, ich hab gar keinen Plan, Mann, der hat mich noch nicht angehalten, der Doofe da. Ja, mich auch nicht, aber weißt, wie ich meine? Das, die Karre ist auf mich angemeldet, Mann. So, weißt du, wie ich meine? Sollen wir die Geschichte erzählen oder nicht? Ach ja. Hä? Die Karre wurde geklaut, Mann, ganz einfach. Die wurde geklaut von wem denn? Der gefahren ist. Von JD, Alter. Sag einfach JD. Ja, sag ist halt so, Mann. Fuck, ja. Von JD, alright? Hey, Mann, fuck. Mann, fuck, so. Wir wollten die jetzt einmal gehen, so eigentlich auf dem Weg, so. Alle muss brennen, man fuck, aber dann. Ey, dann haben wir gleich die nächste Kacke am Laufen, man, for real, so. Warum, fuck? Ist er nicht. Oh, Mann, der JD, der kennt doch keine. Ist doch gar keiner, Mann, Alter. Oh, shit. Man. Yo, fuck, Namen, Vetter, you know, shit. Der riesige City. Was sollen wir machen? Sollen wir die Geschichte erzählen, Mann, oder eher nicht so? Lass einfach laufen. Nee, warte, auf keinen Sinn. Sollen wir die Geschichte erzählen mit der Frau, Alter, die Papiere nicht wollte, oder was soll man machen? Ja, gleich fahren die da mit Eskorte hin. Ja, dann. Motherfucker, Alter, spuck ihn in die Fresse. Der richtige Raster, Alter. Scheiß die Six, fuck. Ja, fucking die Six, was soll man machen? Scheiß die Six, fuck. Oh, Scheiße. Ich bin nicht hier klar. Fuck, ja. Ich bin auch so jung, Alter. Red nur noch mit C6, sag. Was willst du, C6, sag? Du wolltest 7. C-107, shit. Look, it's milk. Fuck, yeah. Fall. Was denn? Ja. Was? Ja. Ich warte nur, bis der Kollege da soweit ist. Alright. Komm gleich wieder, der ist da in der Ecke pissen, da, Dixi-Klo. Was? Sie wollen da pissen? Nee. Yeah. Ist das so dringend? Ey, Mann, der Kollege ist da in dem Dixi-Klo pissen, Mann, fuck. So, ich, ja, der Kollege ist... Alright, yeah, Mann. Ja, gönnen wir ihm doch, so. Da kommt er schon wieder. Sind wir soweit. So, die Herren. Also ich schreibe mal ganz kurz mit, weil ich bin nicht mehr der Jüngste und ich kann mir nicht immer alle Sachen merken, deswegen schreibe ich mir das immer ganz gerne alles auf, was ich so höre. Steht das hier auf meinem Zettel und dann brauche ich mich nicht auf mein Hirn verlassen, weil, ja, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste, also... Ja, hast schon erwähnt, mein Fall. Also ich nehme nochmal zu Protokoll, dass dieses Fahrzeug, was da... hinter meinem Kollegen, zu meiner Linken, von Ihnen aus auf der rechten Seite. Das gehört keinen von Ihnen, ja? Ja, keinen haben sie nicht gefragt, Mann. Die haben gefragt, wer damit gefahren ist, Mann. Sie? Doch, das gehört mir. Also Sie haben alle kein Fahrzeug, ja? Hallo, doch, das gehört mir, Mann, fuck. Hör nicht zu, fuck, der bildet sich dann ein. Hallo? Ich habe eine Antwort, ich habe 4 Leute vor mir, bitte. Ja, ich habe doch geantwortet, das gehört mir, Mann. Ach, Ihnen gehört das? Eh, right. Oh. Aber Sie sind jetzt gerade nicht gefahren, ne? Nein. Nee, der Motor läuft, weil? Ich weiß nicht, vielleicht wurde die Karre auch geklaut, man fuck, for real, so much shit, you know? Oh, scheiße, der wurde geklaut und direkt neben ihm taucht das plötzlich wieder auf, das ist aber ein zufälliger Zufall, ja, hokus pokus, man fuck, und vielleicht sind wir jemanden hinterher gerade, man, ich weiß ja nicht, man shit, for okay, real, so man. Dann treten Sie doch mal vor, dann würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen. Alright. So. Kommen Sie einmal mit. Alright. Herr Kollege, kommen Sie auch mal mit hier. Also. Ich hole hier nochmal meinen schlauen Zettel raus. Wie war denn Herr Res? Res. Res war der Nachname? Ja, right, man. Res. Herr Res. Keanu aber. Keanu, ja, Sie haben mich doch Keanu, schon verbessert. Ja, right. Ich habe mir extra so diesen Ensemble drüber geschrieben, damit ich weiß, wie ich das richtig betone. Ich möchte Sie auch bei Ihrem korrekten Namen ansprechen. Ich will Sie nicht beleidigen. Alles klar. Gibt es einen Pluspunkt, also, Mann? Ja, ich habe einen Pluspunkt bei Ihnen, wenn ich Ihren Namen. Ja, ich wollte fragen, ob es vielleicht bei Ihnen einen Pluspunkt, also bei mir. Ach ja, shit also happens, Mann. Bei mir ist immer so, wir haben das ja gerade schon mal so ein bisschen durchgekaut. Bei mir ist Ehrlichkeit immer so ein ganz großer Punkt.
Haben Sie meinen Kollegen gerade so ein bisschen als einen Lügner dargestellt? Wer, ich? Ich hab ja, nichts getalkt, man, fuck. Ich hab nichts getalkt, ich war ruhig, man. Right, warum? Ja, aber warum sagen Sie Sie, Alter? Warum sagen Sie ich? Ich hab nichts getalkt, man, die Kumpel, dann weiß ich das auch nicht, fuck. Sagen Sie nicht, Alter. Okay, das mag ich nicht gerne. Ich bin in einem gewissen Alter, fühle ich mich persönlich ein bisschen gekränkt. Ja, yeah, fuck, for sure, aber das ist halt meine Gangweise. Also, ja, ich rede so, wie ich rede, man, fuck. For real, so. Ja, ja, ja. Also gut, passen Sie auf. Das Fahrzeug hier ist Ihr Fahrzeug, ja. Okay, for sure. Sie haben einen Schlüssel dabei, ja. Yes. Klar. Der Motor läuft und Sie stehen daneben. Sie wissen, wie das für mich aussieht? Nein. Ziemlich klare Kiste. Sie sind damit gerade gefahren. Okay, und dann? Ja, passen Sie auf. Wir können da eine kleine Nummer draus machen. Ja, Sie sind das Fahrzeug ohne Erlaubnis, beziehungsweise ohne, dass es angemeldet ist, gefahren. Ja, da finden wir uns in der Ordnungswidrigkeit. Besitzen Sie einen Führerschein, Herr Ress? Yes. Dürfte ich den mal sehen. Ja, natürlich. Ja, bitteschön. Ah, wunderbar, Herr Ress. Perfekt, Führerschein haben Sie doch. Yes. So, jetzt passen Sie auf. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Okay. Entweder Ihnen fällt ein, dass Sie gerade tatsächlich an uns vorbeigefahren sind und mit diesem Fahrzeug gefahren sind. Ne? Das ist die eine Möglichkeit, denn wir haben Sie ja gerade gesehen. Wir haben hier drei Beamte in dem Fahrzeug, die gesehen haben, dass Sie gerade mit diesem Fahrzeug hier in die Parkgarage gefahren sind. Ja, kommen Sie zum Punkt. Ich habe schon verstanden, worum es geht, Mann. Fuck. Ja, okay, das ist so die eine Möglichkeit. Dann haben wir eine Ordnungswidrigkeit wegen dem nicht zugelassenen Fahrzeug. Sie lassen das Fahrzeug hier stehen, gehen das anmelden und die Sache ist erledigt mit dem kleinen Verwarngeld. Na, das ist die Möglichkeit 1. Haben Sie es soweit verstanden? Ja. Aha, ja, die nehmen wir direkt. Komm, machen wir so, Mann. Fuck. For real, so, shit. Oh, das machen wir so. Ja. Ja. Oh, okay, aber wollen Sie nicht noch die andere Variante hören? Nein. Oh. Aber die ist interessant, dann... Ja, okay, erzählen Sie. Okay, ich darf es erzählen, okay. Alright. Also die andere Sache ist, dass diese Indizien, da will ich dann entsprechenden, muss ich sie leider festnehmen, ja, weil wir hier den dringenden Tatverdacht der Verdunklungsgefahr und Strafvereitelung durch Falschaussage hier haben. Da kämen dann noch einige Paragraphen dazu, da ist ein Gerichtsprozess, ein Staatsanwalt mit involviert, vermutlich ein bisschen Gefängnis, sie haben so einen GPS-Tracker bei sich und so weiter und so fort. Und am Ende wird das echt teuer und kostet sehr viel Zeit. Right, ja, okay, dann machen wir das erste Mal, wenn ich die Schlüssel an deinen Mantacke mitkriege, mein Fuck. Oh, okay, alles klar. Kriegst du die mit, Alter, die Schlüssel von dir? Die Schlüssel? Ja. Von dem Fahrzeug? Nee, von deinem Band da, Alter, was du um dich trägst, Mann. Wieso wollen Sie denn den Schlüssel haben? Ja, nur so, Mann, zum Spaß, so ein bisschen hin und her werfen, weißt du, wie ich meine? Wollen Sie Hausmeister werden? Ja, vielleicht. Gut, passen Sie auf. Folgendes, wir haben hier einmal fahren ohne entsprechende Anmeldung. Habe ich Ihnen ja erklärt, was das bedeutet, ne? Naja, sind wir in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren. Was passiert, wenn ich kein Geld habe, Mann? Oh, Sie haben kein Geld? Nein, Mann, fuck, sehe ich aus, als ob ich Geld hätte, Mann, shit. Weiß ich nicht. Sie haben ein Auto, also vermutlich. Guck dir die fucking Karre mal an, Alter, shit. Die hat Rostlauben, Alter, die ist ja Marsch wie noch was, Mann. Die fällt fast zusammen, Mann, shit. For real, so. You know. Was wird das denn kosten, Mann? Ja. In dem Fall, Sie schon mal strafrechtlich hier in Erscheinung getreten, Herr Ress? Nee, ich glaube nicht, Mann. Also noch gar nicht. Nee, noch gar nicht. Keine Körperverletzung oder sonst was. Nee, gar nicht. Ich werde das jetzt sowieso nachfragen. Sagen Sie es lieber. Ja, können Sie machen. Gar nicht, Mann. Sie wissen, wie ich so lügen kann. Nee, for real, Mann. Gar nicht. Gut. Klar. Auf Sie kommt tatsächlich ein Verwarngeld, ein vermindertes vor, da Sie nicht vorbestraft sind. Wenn sich das bestätigt, ich werde das gleich prüfen. Ja, können Sie machen, Mann. Fuck. Kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren auf Sie zu und dann sind Sie mit einem Bußgeld von $720 dabei und dann ist die Sache hier vor Ort erledigt. Ray, kann ich meinen Homes fragen, ob die mir was geben, Mann, fuck, weil ich habe for real kein Geld, Mann. Nö, das können Sie tatsächlich fragen, ja. Wir fahren auch tatsächlich auch mit Ihnen zum Bankautomat, daran soll es dann am Ende nicht scheitern. Es entscheidet nämlich darüber, ob wir Sie tatsächlich mit auf die Wache mitnehmen oder nicht. Also, ja, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit werden wir das zulassen. Begleite ich Sie einmal. Guten Appetit. Oh, thanks, man. Alright, okay, ja, dann mach, kann ich kurz rübergehen, Mann, fragen? Ja, alright, hey. Fuck, Mann, ey. Hat jemand $720? Wie viel? 720. Nee, what the fuck? Ja oder nein, Mann? $100 dabei. Hat
Kann er 720 Dollar von euch? Ja, dann müssen wir zum Automaten fahren, Mann, und dann ist die Sache geregelt, Mann, shit, sonst komme ich in den Knast oder so. 720 Dollar. Ey. Alter, oh fuck, vielleicht hab ich 700 Dollar. Ey, und wir müssen die Karre noch anmelden, Mann. Ja. Ich bin 720. Ja. 720. Hast du die dabei, Mann? Ja. Nein, ja, fuck, ich sehe so aus, wenn ich 720 Dollar dabei. Ja, dann, alright, okay, hab ich bekommen, Mann. 6, man. 6. Wenn man. Soll ich, Korb, soll ich dir die geben, Mann, fuck? Ja, kommen Sie einmal rüber. Alright. Geben Sie mir das einmal rüber. Alright, ey, das tust du dir doch bestimmt in die Tasche stecken, Mann, fuck, for real, so, Mann. Ja, da gehst du gleich ein dickes Eis essen oder so. Nein, weiß ja nicht, was du machst, Mann. Ja, weiß ich doch nicht, Mann. Dann mach ich das nicht mehr. Kein Eis. Ich stelle Ihnen auch eine Quittung aus. Das ist gar kein Problem. Echt? Okay. 720, ja? Ja, aber ich zähl's nach, ich sag's Ihnen. Ja, 10 so ruhig, Mann. Ist kein Schwarzgeld. Ja, bitteschön. Sehr. 100, 200, 300, 400, 500, 500, 700, 720, wunderbar. Oh, das okay. Ging aber flott, Mann, fuck. Große Scheinchen hier, so. Ist Mathematics, Genie oder so? Tatsächlich nicht, aber ich habe in der Schule aufgepasst. Alright, ja, ich nicht. Pass auf, dann tun Sie mir einen Gefallen. Steigen Sie einmal ins Auto und stellen mal eben den Motor ab. Alright. Wie viel Kohle haben Sie den geschossen? Den hier? Ja. 2,5. 2,5? Ja, right. Scheiße, der hat doch Einschusslöcher oder so. Was ist das denn? Fuck, man, Hauptsache ich komme von A nach B, man, fuck, for real, so, you know. Ich kann mir nicht so eine Karre leisten wie ihr, Kopf, Mann. Ja, gucken Sie sich das doch mal an, das ist doch schon hier gar nicht mehr. Ja, das hält nicht mehr, ist mir egal. Hauptsache die fährt von A nach B, ist mir egal, ob da ein Reifen fehlt oder nicht, man, fuck, ja, for real, so. Von A nach B, ja, da kommen Sie irgendwie tatsächlich von A nach B. Ja, das freue ich, man. Alright. Ich stelle Ihnen hier noch eben so eine Quittung aus, damit Sie das hier auch nachweisen können, dass Sie hier dem Staat 720 Dollar gegeben haben. Echt? Klar. Okay, Herr Ress, ich weise Sie vorsorglich darauf hin, einmal die Quittung. Oh, thanks. Ich weise Sie einmal vorsorglich darauf hin, sollten wir Sie mit dem Wagen gleich oder morgen oder irgendwann auch, wie auch immer, ja. Mit diesem Wagen antreffen, der ist immer noch unangemeldet und Sie sind damit unterwegs, dann begehen Sie vorsätzlich eine Ordnungswidrigkeit und dementsprechend wird das auch etwas teurer. Right. Ja, dann ist die Sache nicht mehr mit 720, das ist jetzt vermerkt und entsprechend, ja, halten Sie sich da dran. Sie können mit dem Fahrzeugschein und so weiter, können Sie zur City Hall rüberlaufen, die melden das Fahrzeug für Sie an, Sie kriegen die Schilder entsprechend mit, wollen Sie es nur noch anschrauben, dann können Sie es hier anschrauben und damit weiterfahren, vorher nicht. Ja, was ist, wenn die Schilder runterfallen, Mann, bei der Karre? Dürfen sie nicht. Okay. Hat der Staat so festgelegt, muss ich mich dran halten. Alright, weiß ich den Bescheid, Mann. Okay. Alright, Mann. Dann gebe ich Ihnen einmal Ihre Unterlagen zurück. Alright, thanks. Dann sind wir ja durch. Alright. So, die Herrschaften. Dann habe ich hier, habe ich denn noch den Herrn King? Ja, yeah, hier, vor Ihnen. Einmal den Ausweis zurück. Alright, thanks. Herr Johnson? Herr Johnson? Sind Sie? Und ich glaube, den vierten Ausweis hatte der Kollege. Genau. Haben Sie den auch einmal wieder, bitteschön. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Hey. Yo. Watch your back, man, fuck. Hey, wir müssen die Karre jetzt anmelden gehen, Mann. Was aber echt um deine Karre Angst, Mann. Hey. Was schon, Mann. Oh, was los? Herr Ress, ich wollte nur sicher gehen, dass Sie mich da gerade richtig verstanden haben. Wenn Sie also nicht gerade zufällig da drin vorhaben, irgendwie eine Hotbox zu starten oder sowas, dann, Shit, man, wenn wir die Hotbox starten, dann wird der ganze Rauch jetzt hier draußen, man, fuck, for real, so, man, shit, for real, ja, weißt du, was ich meine? Also, sobald Sie den Motor da starten, gehe ich davon aus, dass Sie das Fahrzeug auch fahren wollen. Ich sag's Ihnen nur. Ja, yeah, right, right. Nehmen Sie es nicht drauf an. Ey, mach ich nicht mal ein Notfallspiel, wir morgen Katz und Maus, man, scheiße. Alles klar. Alright, man. Schönen Abend noch. Alright, peace, man. Peace. Pass auf, unbedingt eine andere Karre, Mann. Die Zentralverriegelung spielt viel übel zerrückt, ja. Shit, ey. Ab.
Haben die gesagt, du darfst fahren, halt? Ja, ich darf fahren, ey. Ich nehme mal vorbeifahren, kein Bock auf die. Ich glaube, wir dürfen gar nicht weiter. Aris, SAPD, einmal den Motor abstellen. Dürfen wir nicht weiter? Genau. Ja, wenn die jetzt ficken wollen, ne? Aris, einmal vor dem Fahrzeug vortreten. Oh. Ja, auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Nur der Aris, die anderen bleiben sitzen. Aris? Was? Was gibt's? Welchen Teil von Sie dürfen mit dem Fahrzeug nicht unangemeldet fahren, haben Sie nicht verstanden? Oh fuck, du hast gesagt, fahr zur Anmeldestelle, da kannst du bla bla bla, blub, Mann, fuck, for real, so, ich habe gesagt, doch, du hast gesagt, fahr. Zur Anmeldestelle laufen, dort können Sie Fahrzeug entsprechend anmelden. Sie können da auch fahren, das ist mir egal, wie Sie da hinkommen, solange Sie es nicht mit diesem Fahrzeug tun. Rufen Sie sich ein Taxi. Jo, kommt, Mann, weißt du was? Pass nicht auf, ich drücke diesmal noch ein Auge zu, aber wenn Sie das Fahrzeug hier nochmal unangemeldet wegbewegen, werde ich die angedrohte Maßnahme vollziehen. Okay? Alright, wenn ich die Karre jetzt hier stehen lasse, Mann, fucking shit, dann wird die abgeschleppt und dann? Nein, die wird nicht abgeschleppt. Gebe ich Ihnen mein Wort drauf, dass ich die dann nicht abschleppen lasse. Dann okay. Mein Wort drauf. Die laufen von hier bis zur Wie City kann ich mich dann bei dir melden, Mann, fuck, wenn die abgeschleppt wird? PD 37, wenn sie abgeschleppt 37? Wird. 37, hey, Homie, ist PD 37, Mann, fuck, merkt euch das, Mann. Wenn sie da abgeschleppt wird, alright. An der Ort und Stelle, dann können sie sich auf mich berufen, dann übernehme ich die vollen Kosten, aber die wird dann nicht abgeschleppt. Alright, also PD 31, alright. 37. Ah, 37, okay. Gut. Alright, weiß ich den Bescheid, okay, dann lassen wir jetzt chillen und rennen, alter, fuck, dankeschön, Mann. Du hast mir den Tag auf jeden Fall versüßt, Mann, viel Spaß alles mit dem Eis, Mann, von meinem fucking Geld, alter. Fucking shit, fucking C6, Mann, fuck, for real, so. Ja, wir müssen aussteigen, Mann. Was? Ja, steigt aus, wir müssen zu Fuß rennen, Mann, fuck, for real. Was müssen wir, Mann? Ja.